Mit der Drucken-dann-Schneiden-Funktion kannst du Aufkleber und vieles mehr gestalten. Und so funktioniert's. Gestalte dein Motiv in der kostenlosen Software Design Space. Drucke das Motiv mit deinem Drucker aus und lade es zum Schneiden in deine Cricut-Maschine. Machen wir dein erstes Projekt zusammen und gestalten wir Aufkleber eines Bilds aus dem Design Space. Um mitzumachen, benötigst du ein mit deinem Drucker verbundenes Gerät, auf das du Design Space heruntergeladen hast. Eine Cricut-Schneidemaschine der Serien Explorer oder Maker, den Joy Extra oder Cricut Venture, eine Standard Grip Matte und Aufkleberpapier von Cricut. Beginnen wir jetzt in Design Space. Gib in der Suchleiste den Begriff Erdbeere ein. Dir werden jetzt viele Projekte und Bilder angezeigt. Um die Suche einzugrenzen, wähle alle Anzeigen und klicke unter Betriebsart auf Drucken, dann Schneiden. Wähle eines der angezeigten Bilder aus. Mir gefällt dieses mit den zwei Erdbeeren. Es hat bereits einen kleinen Rand rund um das Bild. Es ist also perfekt für Aufkleber. Fügen wir es in unseren Arbeitsbereich ein. Es ist wirklich groß. Also passe ich zuerst die Größe an. Du kannst es an der Ecke anklicken und durch Ziehen anpassen oder genaue Maße hier eingeben. Es soll etwa 5 cm groß sein, also gebe ich das hier ein. Ein Klick auf Herstellen bringt dich zum Vorbereitungsbildschirm. Ich möchte das ganze Blatt mit Aufklebern füllen, also mache ich Kopien. Ich glaube, dass etwa zwölf aufkleberplatz haben siehst du wie ordentlich sie auf dem bildschirm eingefügt wurden genauso wird auch das ausgedruckte blatt aussehen lege ein blatt bedruckbares aufkleberpapier in deinen drucker klicke auf weiter und befolge die anweisungen um die seite auszudrucken lege das bedruckte blatt aufkleberpapier so auf deine matte dass es wie auf dem bildschirm gezeigt ausgerichtet ist wähle dein material aus da die Aufkleber auf dem Blatt bleiben sollen, wähle ich bedruckbares Aufkleberpapier. Dadurch erhalten wir einen sogenannten Oberflächenschnitt. Dabei wird nur die oberste Schicht und nicht auch das Trägerpapier geschnitten. Lade die Matte in deine Cricketmaschine und drücke dann die Lostaste. Die Maschine liest zuerst die schwarzen Linien und beginnt dann zu schneiden. Wenn deine Aufkleber fertig ausgeschnitten sind, nimm die Matte heraus und ziehe das Blatt ab. Gut gemacht! Du hast deine ersten Aufkleber gestaltet. Die Möglichkeiten sind wahrlich endlos. Mehr Tipps und Tricks findest du in unseren anderen Videos. Bis bald!